Freunde der gepflegten Resident Evil Unterhaltung, es ist 14.47 Uhr und ich habe Zeit. Es geht weiter. Heute den ganzen Tag. Ich muss spielen. Ich muss durchspielen, ganz schnell. Oh, ja. Mal überlegen hier, wo hin müssen. Hier packen wir jetzt mal die Scheiße weg. Wir gucken mal hier die Maske. Gucken, ob wir die schon mit der anderen Maske kombinieren können. Maske ohne alles. Nee, okay. Noch ein, zwei Türen, denke ich, wo wir den Rüstungsschlüssel benutzen können. Wir gehen erstmal hier raus. Gehen über die Haupthalle unten lang, wo... Aber wir müssen hier auf die andere Seite. Okay, dann passt es ja. Ich dachte, wir müssen jetzt hier den Umweg gehen. Weil ich hier in diesen Flur rein wollte, aber ich will die Tür halt nicht zu sehr penetrieren, malträtieren. Uns fehlt auf jeden Fall ein Feuerzeug, damit wir hinten in dem Raum, wo Forrest oder Kenneth oder Joseph war, ein Feuerchen machen können. An die Kerze da, damit wir in der Ecke was sehen können, weil sonst ist ja unmöglich. Das kann man sonst nie erkennen. Ja. Achso, hier lang, ja. Und ich will jetzt erst mal rüber auf die andere Seite, unten hinter dem Gang, wo eventuell da, wo das Fenster gestern da so schon ein bisschen gesprungen ist, da in dem L-Gang. Da haben wir eine Tür nach draußen aufgeschlossen, wo im Original, also falls einer zuguckt und das Original kennt, da wo die Chemikalie liegt, die man hinten in die Pumpe kippen muss, im Original. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, ob das hier so ähnlich ist, denn viele Rätsel sind ja verändert, viele Rätsel kamen dazu, oder nicht Rätsel, sondern kleinen kniffligen Passagen, ihr wisst schon. Ja, Stream ist auch an, wie ihr seht. Chat ist offen, aber ich glaube, es sind noch nicht. Ah, der Pain ist schon da. Ui, der Pain. Guck mal. Heute gibt es lecker Gemüse mit Porree und Möhren, Lauchzwiebel, Paprika und Lauchzwiebel. Also Lauchzwiebeln, Porree, Möhre, Paprika, Tomaten. In einer Pfanne angebraten. Hier wollte ich hin. Mit dann dazu gibt es dann Fleisch. Steaks. Gewürzt, nicht mariniert. Alter, ihr Fotzen. Ah, ich sag das jetzt nur so, weil der Pain. Ach, da ist auch wieder die Chemikalie. Guck an. Und Kräuter. Ja, ich habe sehr viele Kräuter, die hier überall noch rumliegen. Also das ist... warte mal, wenn hinten noch ein rotes ist. Oder sogar zwei rote und Kerosin. Dann machen wir nämlich schon mal ein Rot. Nein! Blöden Köter kommen nicht. Ja, der Herr Payne ist ja sowas wie mein Ernährungsberater hier. Der achtet immer drauf und fragt mich immer, was hast du gegessen, weil ich ja Diät mache. Ich muss sagen, ich habe wieder ein Kilo zugenommen. Ich habe ja eigentlich jetzt zwei, drei Wochen lang meine 88 gehalten. Jetzt bin ich wieder bei 89. Obwohl ich auch schon mal bei 87 war, aber da schwankt ja eh immer so ein Kilo mal mehr, mal weniger. Aber ich war halt immer so zwischen 87 und 88. Jetzt bin ich wieder bei 89. Das ist nicht so gut. Aber ich werde es überleben. Ja, ich weiß ja, woran es lag. Oh nein, jetzt kommen die hier rein. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet.
Oh Gott, oh Gott. Ja, so sind wir wieder hier. Von der Seite aus ist die Tür in Ordnung, aber von der anderen Seite aus. Ja, ich bringe jetzt mal Kräuter in eine Kiste, ja, und gehe dann mit der Chemikalie einmal wieder auf die andere Seite. Beziehungsweise nach oben. Hinten oben, quer. Ja, und Payne ist ganz still, der sagt gar nichts. Und der ist ja schon wieder weg. Er ist noch da. Wahrscheinlich hört er sich das erstmal an, was ich so erzähle für den Mist. Ja, eine Heilung haben. Oh, das kann sich schnell ändern. So, wenn wir hätten jetzt in den Bereich hingehen, dann nehme ich mal das Kraut mit und das hier, weil das können wir dann beides brauchen. Ja, die. Und so, ihr wisst schon. Die Profis unter euch, die wissen schon. Geil. Ja, es gibt nachher ein bisschen Gemüsepfanne mit Fleisch. So, es ist eine schöne Sache. Dudi, dudi, dudi. So. Oh, Weltenbubbler. Und der Exar. Jetzt ab. Ja, das Blöde ist jetzt, ich hab's erfunden oder am Anfang von dem Let's Play von dem Teil hier gesagt, wenn es das originale Resident Evil 1 wäre, dann wüsste ich jetzt ganz genau hier, wo welcher Schlüssel, na was heißt ganz genau, aber ziemlich genau halt, wo ich wo mit hinkomme. Aber hier. Dahinter ist der Gang, wo man in den Dings die Dinge einsetzt. Und die Pumpe. Beackert. Ah, wie komme ich denn da hin? Ah, auf der anderen Seite. Warte mal. Ja, da gab's doch. Da, wo man das Serum holt, unten auf dem Flur, da ging eine Tür auf der anderen Seite zu diesem Dings rein. Vielleicht ist das schon offen. Ich habe ja überall aufgeschlossen, aber teilweise bin ich ja nicht reingegangen. Deswegen ist das ein bisschen doof. Ja, das, was auch doof ist, ich habe heute wieder sehr, sehr viel Süßkram und Schokolade und Kuchen und so gekriegt. Da, wo ich mal montags alle zwei Wochen mein lecker Essen herhole für 2 €. Aha! Da gab es heute wieder haufenweise Fressalien und auch sehr viel Süßzeug. Das hört der Payne sehr gerne. Alter Verwalter, gab es da heute wieder vom Feinsten, ey. Warum sagt niemand was im Chat? Das ist doch. Ihr seid alles Betrüger. So, hier die zweite Tür müsste es sein. Alter, gab's da mal wieder Fresszeug, ey. Mann. Oh nein, so ein Turbo-Jay hier, Alter. Hier, so ein Turbo-Assi, Alter. Den mach ich kalt. Komm her. Ich dachte, der wäre noch nicht hin. Diese Turbo-Zombies, Alter, die haben es tierisch drauf.
So, hier am Ende von dem Gang kommt man auch von der anderen Seite aus da rein, wo ich meinte, wo ich hin will. Und jetzt ist der Schlüsselloch nutzlos. Juhu! Gut. Das ist immer so eine Sache, wenn man halt hier nicht weiß, auf der Map, das haben sie wie gesagt erst bei Resident Evil 2 oder so später eingebaut, dass einem in der Karte angezeigt wird, welchen Schlüssel man wo benutzen kann. Und hier ist einfach alles nur Rott. Oh, hier ist nochmal so ein Schock-Ding. Sehr düster, sehr geil. So, hier ist der Pumpenraum, wo es nochmal im originalen Schlüssel gibt. Die Rankentussi-Pflanze. Zack. Genau, pack einfach den ganzen Bottich, den ganzen Beutel da rein. Ist die jetzt schon kaputt? Ne, die zuckt ja gar nicht, die ist ja noch lebendig. Ja. Ja, das Game ist voll cool, Mann. Hallo. So, jetzt gibt's hier noch mehr Kräuter. Und da ist noch eine Maske. Nochmal 5 Kräuter. Nimm mal eins mit. Also Kräuter haben wir hier echt zu Genüge. Wo geht doch lang, du alte Schlampe? Ja, der Oktopus got wrecked. Ja, voll geil. Oh nein! Hilfe! Katsching, fahr nach rechts, fahr nach links, mach ich doch rechts rumfahren. Und was kriegen wir? Oh, Shotgun, jo, geil, Junge, gib her. Nimm die Scheiße, komm, Mädchen, nimm. Ja. Im Original lag auf der einen Seite ein Wappen und auf der anderen Seite der Colt, glaube ich. Meine Schlauheit ist unübertroffen. So, jetzt geht's nochmal hier da rein und so. Fotzi. Jokova, hallo. Hallo. So, da liegt ein kaputter, hier ist ein Magazin. Das Regal ist voll von hochprozentigem Alkohol. Die Tür wird von etwas blockiert und lässt sich nicht öffnen. Ja, sorry. Oh Gott. Tagebuch des Wächters. Poker-Up mit Scott und Alias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin mir sicher, dass er gemogelt hat. Mistgirl. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Das sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann.
Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, als bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verwundet und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwingen hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. Ja, es geht das Gerücht, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Uiuiui. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? Fieber weg, alles juckt, Hunger, esse Hundefutter. Juckt, Gott kam hässlich. Hab ich ihn gegessen? Nee, ist ja juckt, Gott, Gott kam hässlich, hab ihn gefressen, lecker. Juckt, lecker. Ah, da schreibt einer. Da kommt noch keiner raus. Komm raus, du! Schockpaket hier. Ich doch. Ja, das war im Original ein bisschen spannender, wo während dann, da kam nämlich der Typ aus dem Schrank, während man da so den Schreibtisch beobachtet, kam so eine Quint, wie so da steht und so ein bisschen am Schrank rumguckt. Ja, und dann schlotterte der da auf einmal volles Rohr aus dem Schrank raus. Ja, guten Tag. Und das war ein bisschen schrecklicher. So, jetzt haben wir 3 der Masken schon zusammen. Uns fehlt immer noch eine Maske, uns fehlt die andere Hälfte der Noten. Und uns fehlt ein Feuerzeug. Und da ich nicht mehr weiß, wo wir hin müssen, müssen wir jetzt nochmal alles ein bisschen absuchen. Gerade erzählt. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin so vergesslich. Es geht gar nicht. Ich habe gerade vor 10 Sekunden irgendwas erzählt. Ach so, die Geschichte von dem Schrank, wo der Zombie rausgeschoben ist. Ach du Scheiße. Die sind echt gefährlich, die Großen. Ne? Also die Schnellen. Die Jungs. Genau, hier fehlt der Strom. Jetzt bin ich von dem gestorben. Er hat mich 2-mal getroffen, Alter. Da war ich sofort tot. Alter. Völliger Fuck. So, die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Gut. Schlotzen wieder welche an der Tür rum. So, hier war der Klavierraum, aber da kann man nicht Klavier spielen. So, hier ging es ja hinten hoch zu dem, mit dem und so. Aber wir gucken uns, wie gesagt, alles nochmal an, weil ich nicht mehr genau weiß. Vielleicht haben wir irgendwo was vergessen und dann ist ja schon alles scheiße. Hier ist ja unten nichts. Och, da. Dass ich der Röhrig bin. Ja. Oh, oh, so ein Turbo-Zombie ist hier hinten noch umschlotzen. Na, Alfred?
So, wir gucken mal auf die Map da oben. War das mit dem Dings? Aber wir gehen dann, ich gehe trotzdem nochmal hin. Vielleicht nicht über die Karte, das ist immer so eine Sache. Ach, da ist zu. Okay. Ist er? Das ist Scheiße. Ja, Antilles hat Feierabend. Was hast du denn gemacht, Junge? Warst du auf der Baustelle? Oder im Krankenhaus? Oder im Puff? Zerrissen? Arschloch? Piss dich, Junge. Noch so einer, verdammt. Vor denen kannst du nur weglaufen, die sind super strong. Geht's in den Gang. Stimmt, hier hinten waren noch zwei Türen. Die eine führt in den Esszimmer oben. Und hinten war ja zu. Ich guck nochmal nach, vielleicht ist sie mittlerweile von alleine aufgegangen. In einer Bank. Schön den alten Omas wieder hier noch einen Bausparvertrag angedreht, was? Ja, ja. Oder noch eine schöne Riester-Rente verkauft. So, sind wir hier. Okay. Hinten wieder runter. So. Ja, ich habe keinen Plan, Alter. Was, wo könnte ich noch hin? Das zu. Ich könnte eventuell. Das. Nee. Das Windwappen einsetzen da hinten? Schweiße doch nicht. Was ist denn?
Ja, das kann man immer gut machen, eigentlich, alten Omas. Hier, mach da nochmal so ein bisschen Fonds sparen hier. 20 Euro hast du doch. Komm. Kleinen Fonds versparen. Fonds versparen, ne? Fonds Sparplan. Her mit den Kohlen. Ich muss Volumen schreiben, sonst ist mein Chef nicht glücklich. Aber in einer normalen Bank ist das ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass man bei normalen Bankgesprächen nicht mittlerweile auch Strom und Gas angedreht kriegt. Experten für alles. Bei der Postbank zumindest. Die verkaufen ja alles. Strom, Gas. Alles kriegst du von denen angedreht. Oder im Handyladen auch. Meine Nichte, die verkauft Handys. Die ist bei O2 oder sowas. Irgend so ein Scheiß. Die verkaufen auch Strom und Gas nebenbei, Handyverträge, alles. Kein Problem für die. Multitalent. Hätte doch auch einfach hinten jetzt runtergehen können. Warum gehe ich denn den Weg? Der ist doch voll zu lang, ey. Egal. Ja, da ist ja ganz schnell still da, der Antil ist da. Ja, habe ich genau erkannt, alles, was da läuft. In der Bank. So, wo du bist. Leg dich schön hin, mein Freund. Klar, der halt nochmal kannst du alles andrehen. Lass mich mal liegen bleiben da. Scheiße. Ja, was musst du doch da machen in der ganzen, in den ganzen Tag da in deiner Bank? Was machst du denn da? Geld zählen? Sitzt du am Schalter oder bist du halt Schalterpersonal oder bist du so einer, der da Beratungs-Johnny-mäßig unterwegs ist? Oder hier Kreditvergabe oder sowas? Dein Job da in der Bank, sag mal. Brauche ich nicht. In der Buchdruck steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Saales. Dann habe ich jetzt echt keinen Plan mehr, wo wir hin können müssen. Vielleicht muss ich dann doch mal ganz kurz in eine Lösung schielen. Und irgendwas haben wir bestimmt irgendwo vergessen. Oder ich renne halt einfach. Lass mal die Hosen aufmachen. Oh ja. Er macht alles außer Baufinanzierung und Depotdreck. Das ist natürlich vernünftig.
schön, wenn da so eine 16-, 17-jährige alte, geile Teenie-Muschi reinkommt, die gerade Ausbildung beim Nagelservice macht. Ja, dann sagst du hier, lass dir mal hier von mir einen geilen Borschma-Vertrag erzählen hier. Ich kenne mich aus. Los geht. Geil, Alter. Ja, ich war ja heute Vormittag auch wieder in der Stadt unterwegs, Alter. Was da an geilen Muschis rumläuft, das ist ein Wahnsinn. Diese ganzen Teenie-Viecher, Alter, die. Vor allem Leggings, ja, die sind ja jetzt in. Egal ob fett oder nicht fett. Aber die eine, Alter, die hat sich da. Ich war bei Pennymark kurz. Die war vielleicht 16, 17 oder so, aber die hat einen Arsch gehabt. Und die Leggings, die war so eng, auch vorne rum, man konnte die Lippen sehen. Die hat bestimmt nicht mal einen Schlüppi angehabt, die Alte. Mann, Mann, Mann. Und dann macht die sich noch so am Regal hoch, stellt sich auf Zehenspitzen und der Arsch guckte da so raus. Alter Schwede. Was ist hier nur los, sag ich dir. Oh. Da drehst du durch. Ja, und überall rennen sie rum mit ihren kurzen Röckchen und Strapse an. Egal, ob es regnet und windig ist, die Sonne scheint. Es ist brutal. Und ich habe immer noch keinen Plan, wo ich hin muss. So, da hinten links war der Klavierraum, aber da kann ich nicht viel Musik. Rainer. War's schon? Ernsthaft, Leute, wo soll ich denn jetzt noch hin? Ey, ich hab keine Ahnung. Es fehlen zwei, drei Sachen, ja, aber ich weiß nicht, wo ich sie kriege. Und es sind doch vier von solchen abgefuckten Masken und wir haben nur drei gefunden bis jetzt. Mal gucken. Die mit der alter Schwede da. Ich muss ja zweimal hingucken. Mann, oh Mann. Todesmaske ohne Augen. Vier Todesmasken, du. Kann vielleicht niemand, vielleicht von euch einer so mal so ein bisschen looken und dann vielleicht so einen kleinen Hint ins Chat schreiben. Denn ich bin drahtlos. Für den Moment. Girls interessiert euch auch nicht. Mann, Mann, Mann. Seid ihr alle schwul oder was? Wie kann so einer denn auch in die Schule gehen, Alter? Das erzählen die da irgendwas von 10. Klasse oder was? Ja, was ist da los mit denen? Da drehst du ja durch.
Wenn du so einen in der Schule hast. So ein Fröchtchen. Sag mir doch jetzt mal einer, wo ich noch hin kann, was ich vergessen habe. Ich finde nichts. Uns fehlt eine Maske, uns fehlt das Feuerzeug und uns fehlt die Hälfte der Noten. Jetzt renne ich hier schon zum zweiten Mal im Kreis in dem scheiß Gemäuer. Und weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Hier ist Le Klavier, aber das will sie nicht spielen, weil die Noten unvollständig sind. Toll. Ja, super. Eigentlich noch. Ja. Farbband. Ja. Schieben, ja. Ja, woher habe ich die drei Masken? Meinst du, ich habe mir das gemerkt, wo ich jede einzelne gefunden habe? Ein kostspieliger Flügel. Ja, super. Ja, scheiße. Wir brauchen entweder noch eine vierte Maske, Feuerzeug, die Noten. Kann doch nicht vielleicht mal einer von euch nebenbei die Lösung aufmachen und einer, der schon ein bisschen länger zuguckt, der weiß, was ich schon gemacht habe und was nicht. Mir vielleicht einen kleinen Tipp im Chat geben, das wäre sehr gut, sonst muss ich das selber machen. Wir gehen erstmal noch überall ein paar Kräuter einsammeln. Solange ich nicht weiß, was ich machen soll, ich habe überall noch Kräuter. Nein, die aus dem Schlangenraum habe ich noch nicht, weil mir dazu der Schlüssel fehlt. Das ist ja der Helmschlüssel, glaube ich. Bei der Snake kommen wir nicht rein, da fehlt der Schlüssel. Schlange war rechts. Ja, ich bin quasi gerade vor dem Raum. Also ich bin ja unten rechts, kann man ja sehen, dieser weiße Rechteck mit dem roten Dings drin. Und halt der rote Punkt voraus bei der kleinen Treppe. Also quasi parallel zu dem Gang, wo ich gerade gehe, links. Da ist er verschlossen. Ich nix habe Schlüssel. Na endlich, der Drazor. Supergeil, Junge. Mir fehlt, wie gesagt, das Feuerzeug. Mir fehlt die andere Hälfte der Noten und mir fehlt die vierte Maske. Kannst du dann irgendwie mal kurz dann da, so, falls du nicht alles gesehen haben solltest, hier mal fragen, hier, hast du dies schon gemacht? Sag ich ja. Hast du das schon gemacht? Sag ich nein. Hast du das auch schon gemacht? Sag ich ja. Dann frag ich, willst du mir nicht eine Million überweisen? Sagst du ja. Sag
sage ich dir meine Kontonummer. Ich freue mich. Es geht ab. So. Beziehungsweise es gibt ja zweimal, wo man gegen, also im Original gegen die Snake ran muss. Einmal hier dadurch, da ist er da liegt, gucken wir mal, ob der da überhaupt noch liegt. Der Verrückte da, dem wir die Spritze gegeben haben. Und im Raum dahinter muss man ja eine Kerze anzünden, damit man in der Ecke was sieht. Ja, und der lebt sogar noch. Ja, ich mache jetzt mal hier zwei Doppelte, wir haben so viele Kräuter. Symbol. Ja, und hier ist der Raum da, wo man das Feuerchen machen muss, also die Kerze anzünden, damit man in der Ecke in dem Schrank was sieht. Aber das Feuerzeug fehlt uns ja, wie gesagt. Geht's dir gut, Junge? Gut, Friedrich, am besten lass ihn einfach erstmal alleine. Okay. Ich gehe mal ganz am Ende hier in den Raum rein. In diesen dort. Da habe ich ja, glaube ich, die Dings mitgenommen, ne? Da gab es ja die Hundepfeife, glaube ich. Die Köterpfeife. Ach, da liegt das Feuerzeug. Juhu! Ja, cool, dann haben wir ja schon mal was. Dann können wir jetzt zurückgehen, aber ich packe erstmal, ich habe ja jetzt hier alles voll mit Kräutern. Ja, cool, dann habe ich das Feuerzeug die ganze Zeit gar nicht mitgenommen. Ja, siehst du wohl. Dann geht es sicher erstmal wieder von ganz alleine weiter. Denn dann können wir jetzt hinten ja die Kerze endlich anzünden. Aber ich bringe erstmal ein paar Kräuter weg, weil wir ja voll sind. Sehr gut. Aber. Wieder Kräuter haben wir en masse. Und Sprays und Erste-Hilfe-Kasten und alles. Aber ich gucke. Fehlende Musik, Symbol, gemischt. Nochmal dreimal Kräuter. Was suche ich jetzt überhaupt hier? Da, Treibstoff. Erstmal gucken, nicht, dass das Feuerzeug irgendwie alle ist. Okay. Gut. Wofür der Treibstoff ist, weiß ich auch schon gar nicht mehr. Irgendwie was einen anzünden kann, irgendwie. Ach ja, ich weiß wieder. Ja, ja, ich erinnere mich wieder. Man kann die am Boden liegen, glaube ich, mit dem Zeug dann anzünden, damit die nicht später nochmal zu Turbo-Zombies werden. So war das nämlich, glaube ich. Weil die bleiben ja öfters mal liegen, die kaputten. Stimmt, so war das. Jetzt erinnere ich mich wieder. Und man kann die dann ausräuchern, abfackeln, damit die nicht... Ja, Drasor, er ist es, unser Mann. 64er Baujahr, alter Schwede. Tipp ich einfach mal.
kann ich das ja gleich hier nochmal ausprobieren. Weil hier ist, glaube ich, einer, wenn er jetzt nicht eh schon aufsteht. Ah, genau. Ah. Oh, schön verbrennen, damit die nicht mehr erwachen. Weil die ja sehr gefährlich sind. Oh nein, jetzt ist hier so einer drin. Fuck! Schnell weg hier! Jetzt muss ich erstmal die Scheiße. Oh nö, jetzt kann ich den ganzen Weg zurückrennen. Weil mit der Pistole kriegst du die nicht gestoppt. Oder aber, wir haben ja Dolche dabei. Ja, komm, ich habe jetzt nämlich keine Lust zurückzurennen. Ist nur eine Zahl? Okay, doch kein 64er, ne? Egal. Hau ihm einen rein! Ach du Scheiße. Die sind übelst gefährlich, die Typen. Knisterkerzen. Da ist das Notenblatt und jetzt fügt sich alles zusammen. Juhu. So, kann man die Fotze auch abfackeln? Geh doch da nicht ins Feuer, du alte Kampenschlampe, du verdrecktes Stück. Da renne ich hier 20 Minuten im Kreis, wie ein Blöder, und suche, wo es weitergeht. Dann habe ich da in dem einen verkackten Pissraum das scheiß Feuerzeug liegen gelassen. Mann, was für ein Amateurfehler. Drazor 64, dann bist du bestimmt Russe oder Pole oder irgendwo von Osteuropa. Oder Drazor? Tipp ich einfach mal. Sag ja. Sag ja, Herr Pink, du hast vollkommen recht. Und hier Antilles, Junge, du Bankman. Alter, du bist doch der Bankman hier. Kennst dich mit Fonks aus? Fonks? Schön fangen. So, machen wir erstmal hier die Buddel wieder voll. Und wir speichern mal ab. Yeah, Mann. Geil, Alter. Voll krass. Voll YOLO, ey. Wir sind voll die Swagger. Wir haben es voll drauf. Ach, man kann die Sequenz überspringen. Man sagt denn das keiner? So, hier. Packen wir mal die Scheiße erstmal wieder weg. Gucken wir mal, ob wir den Erste-Hilfe-Kasten uns mal voll reinknallen können. Kennt sich nur flüchtig damit aus. Was ist das denn für ein Bankheini? Ach kacke, wo ist denn der scheiß Hilfekasten? Das brauchen sie nicht. Kann ich das dem Typen bringen? Für was ist denn der erste Hilfekasten? Kann mir das mal einer sagen? Oh, ein Follower durchs Follow durch Sympathie. Ja, geil, vielen Dank. Ja, wem es gefällt, der darf gerne, wie hier Drazor, gerne mal ein Follow da lassen. Und Antilles kennt sich flüchtig nur aus. Ja, das ist natürlich schade. Was ist denn so aktuell gerade, was geht denn so abfangmäßig? So über auf Dauer so. Ich habe ja mal vor ein paar Jahren auch so bei einem unabhängigen Finanzdienstleister Leuten Versicherungen angedreht. Schön, hier, mach mal Funk sparen. Ja, hast du Hartz IV, scheißegal, 20 Euro hast du über. Komm, mach mal hier,
Schön Sparplan. 10 Jahre, 25 Euro, bum bum. Ein bisschen Volumen, her damit. Ja, die sind ja alles Halsabschneider, diese ganzen Versicherungsverbrecher. So, jetzt können wir Klavier spielen gehen. Ja. Und ja, da gab es immer Top 50 Asien. Geht ab hier heute. Hier, hau da rein, die Kohlen. Und Tappeten. Ne, für die FLVs, also für die Leben, wie das, wo es ein bisschen länger geht. Hier hast du schön Tappeten, ist gut, schön. Und für die, die halt nur kurzzeitig für ein paar Jahre was anlegen wollen, hier Top 50 Asien, da knallt es richtig ab gerade in Asien. Die bauen alles voll. Geht ab! So, jetzt gehen wir da runter und gehen Klavier spielen. Ach, Riester-Rente. Riester-Rente, das reden sie den Leuten noch bloß ein, dass das was bringt. Riester-Rente. Vor 20 Jahren haben sie noch gesagt, brauchst du einen Quatsch nicht hier. Rente ist sicher, Norbert, ne? Nobby Blüm. Alles supi, deine Kohle hier. Jeder kriegt volles Rohr Kohlen. Und jetzt, oh nein, liebe Leute, ihr müsst selber vorsorgen. Das wird wohl nicht hinreichen. Der zuckt doch, der steht doch jetzt auf. Dann müsste ich den auch mal abfackeln langsam. Betrug hier. Alles im Stehen. Zombie kam schon durch die Tür. So, was haben wir hier? Trevors Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahn und sagte, ich bedauere, dass Ihnen das zumuten zu müssen, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt macht es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses. Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich, meine Familie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. So, wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, an diesem finsteren Ort zu entkommen. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde, nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Labuckeln etwas wie, wahrscheinlich ist seine Frau und Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tieraugen, Goldsymbole, das darf ich nicht vergessen. Ja, mach hin. Ja, genau. Wenn du dann endlich mal dein Haus hast irgendwann, wenn man denn mal eins hat, dann kann man es dann im Alter wieder verkaufen, weil die eigenen Kinder einen nicht pflegen. Und dann kommst du schön in den Heim, wo du verprügelt wirst und dann in deiner eigenen Scheiße liegst, weil sie dich nicht hinkriegen, weil die dafür eine Station mit 2 Leuten und 40 Bewohner, hier Heime sind doch völlig überbelegt, beziehungsweise viel zu wenig Pflegepersonal, das ist ja auch so eine Scheiße. Egal, hier, im deutschen Pflegeheim läuft, Junge, läuft.
Wenn du noch viel mehr Pech hast, dann verschiebt dich deine Bagage in irgend so ein Billigheim nach Polen oder Ukraine oder sonst wohin. Da gibt's ja auch. Ja, dann kommen die einmal im Jahr zu Besuch. Zack, mach rein. Uhr, geh weg hier. Bäum, bäum. Ah, oder auch nicht. Ah, wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Anscheinend können sie die Räder im Uhrwerk drehen. Ausprobieren. Welches Rad möchten sie drehen? Wenn die beiden sich erstochen haben. Wenn sie sich beide erstochen haben. So, wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Die beiden. Welche beiden denn? Schwert, Schild, Rüstung und ein Helm. Hm. Es ist auch egal, mal, wenn man das große, mal das kleine bewegt. Das bewegt sich mal der große, mal der kleine Zeiger. Wenn ich jetzt groß nehme. Nee, sehr komisch, jetzt klappt es wieder nicht. Hm. Okay. War doch ganz einfach. Hausschlüssel. Yeah. Schildschlüssel. Ja, nicht so läuft das hier. Und wenn mal wieder irgendwas groß pleite geht, dann bezahlen wir wieder. Ist doch kein Problem. Ja, was wollt ihr denn? Angel, alles im Griff. Bisschen Spionage von der Ami ist kein Problem. Halt mal über den blöden Russen aufs Maul. Der ist der Böse. Ja, natürlich. Angie, wir glauben dir alles. Oh Gott, oh Gott. Da hinten rennt so ein Turbo. Ja, haha. Haha. Kauf ich das Haus. Haha, kommt sie nicht ran. So, der Schildschlüssel, der ist gar nicht für so viele Türen.
Geh da durch. So, jetzt holen wir mal den Bombenwerfer. Speicher noch mal ab. So, das waren nur zwei Türen, glaube ich, ne? Mit dem Schlüssel. Einmal hier bei der Zerschlange und dann da, wo Kenneth liegt. Vor Joseph. Ach, da habe ich das Feuerzeug vergessen. Hier könnte man ja, glaube ich, noch ein Feuerchen machen. Für die Karte. Aber eigentlich kann ich es mir auch sparen, die Karte haben wir eh schon. Kräuterchen! Ich bin die kleine Kräuterliese. Heb auf! Ja, hier hätte man noch ein Feuer machen können für die Karte von der zweiten Etage. Ach, Helmsymbol. Ach, fuck. Dann ist er hier von der falschen Seite. Müssen wir auf der anderen Seite rein. Ah, also da bei Dings. Bei Richard. Bald ist auch Europawahl. Was geht ihr denn wählen? Ich wähle auf jeden Fall nicht CDU und nicht SPD. Denn, wie gesagt, ich wähle aber auch keine Nazis. Ja, also hier kein NPD oder so. Ich mach mal was ganz Verrücktes. Damit die mal sehen, na, das ist nur nicht so nicht. Sprangerig an. Wir sind ja hier unter uns. Was geht ihr denn wählen? Ich sage, ich wähle nicht CDU, SPD, FDP sowieso mal gar nicht und hier NPD auch nicht. Und hier, was weiß ich, Republikaner, falls es die gibt oder was weiß ich, die nicht. So nicht, meine Freunde. So nicht. Ach, die brauchen wir nur einmal. Achso. Ich dachte, da wäre eventuell noch eine zweite Tür gewesen. Piraten kannst du eigentlich auch nicht wählen. Die wissen ja nicht mal, was sie. Was. Ach, die wissen doch vorne und hinten nicht wo. Schrott! Oh nein! Meine Freundin. Oh. Payback time. Oh, cool. Das war's schon. Yeah, wenn wir Richard das Dings nicht geholt hätten, dann wäre er wohl jetzt. Thanks. Jill!
wird er doch noch gefressen. Schade. Richard! Ich kann sagen, gutes Ende für uns beide, aber leider ist er doch Schrott. Sagen, meine Freundin da, ne, die meint ja auch, ja, hier, so was, hier CDU, SPD, so ein Quatsch kannst du ja nicht wählen. Ja. Dann sagt sie, ja, ich wähle die Tierschutzpartei. Ich sag, aha. Das bringt ja noch weniger. Ja. Tierschutzpartei, wenn, dann wollte man schon wen wählen, wo, ne, wo es halt auch was bringt. Sinne von, die könnten eventuell was verändern, ja, aber wenn du die Tierschutzpartei wählst, die vielleicht 0,5% kriegen oder so, ja, bringt's natürlich. Freie Wähler, die Partei, Alter. Mein Päuse, bin ich voll, K.O.-Tropfen, jetzt wird nicht gefickt, oh nein! Vielleicht kommt der böse Wesker oder Barry oder irgendwer und nudelt mich ordentlich durch. Schade. Im Original fällt sie hier manchmal auch um. Ja? Und dann weiß man nicht so genau, wer es ist, Barry oder Wesker. Der sie dann in den Dingsraum bringt. Schön, Tierschutzpartei, das ist richtig. Am I poison? Bring me the serum. Ja, dann können wir jetzt ja die geilen Masken irgendwie zusammenbauen. Da steht einer. Ne, doch, da ist einer. Da muss einer sein. Normalerweise dreht er sich doch bloß in eine Richtung, wenn da ein Gegner ist. Ah, siehst du, da ist er doch. Hab ich da gar nicht liegen gesehen. Verdammt. Ja, mal gucken. Wen kann man denn mal wählen? Gregor? Die haben einen coolen Werbespot. Ah, so sind sie dann wenigstens gleich mal abgefackelt. Ich muss gleich mal Mittagessen machen. Tierisch cool. Oh, mehr Objekte können sie nicht tragen. Und danach falle ich tot oben. Schade, schade. Alles vorbei.
So. Haben können, Mann. Die bumsen, wenn dann. Was bist du denn für einer? Wir sprechen hier das alles ordentlich aus. Hier wird gebumst. Oh, hier. Deshalb sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Einäscherung, Vernichtung des Kopfes. Was hat er mit unentdeckt? Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebensmittel verloren haben, Öl im ersten Stock des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel, wie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Nein, das hätten wir noch gar nicht gefunden vorher. Okay. Die korpulieren, die bumsen. Die treiben es miteinander. Sie ficken. Nie wissen. Nein, nein, hier kannst du dir, brauchst du kein Blatt vom Mund nehmen. Hier wirst du eher dafür ausgelacht, wenn du mit so einem Spruch kommst. Meint ihr, ob die Koitus haben können? Ja, dann wirst du hier als Streber. Was will der denn, Alter? Den schmeißen wir hier mal raus. Warte mal, hier gibt's auch noch. Ach nee, wir haben keinen Platz mehr. Es gibt tolle Sonderangebote bei Lidl, Aldi, Penny, überall. Ich habe jetzt mal am Wochenende, habe ich schon erzählt, ne? Ich habe heute alles eingekauft, Alter. Geiler Shit. Ah. Sechserträger Cola. Flasche für 79 Cent, 1,5 Liter, Alter. Nee, 1,25, aber trotzdem billig. Katzenfutter, 2 Euro. Katzenleckerlis, 3 so eine Tütchen, wo normalerweise 2 Tüten schon 2 Euro kosten, gab es jetzt 3 für 2. Habe ich gleich 4 Packungen gekauft. Boy. Total krass. Ach ne, hier müssen wir hin. Ja. Duschgel bei Lidl, 3er-Pack für 1,80 von Duschdas. Sakrotan Sprühreiniger für 2,29 von Lidl. Super geil, Alter. Kochschinken 99 Cent. Ja, geht super ab. Pringles für 1,19 statt 2,25 Euro oder sowas. Steckt mal so ein super Sonderangebotskatalog wälzen und dann sich die tollen Sachen ausholen, die man braucht. Die brauche ich nicht. Ich stand noch nicht richtig. CHF das Beste?
Wovon sprichst du? Sprichst du nicht? Oh nein, die Luke geht zu. Der dampft ja richtig, Alter. Der dampft schon die Bluse. Was ist ein CHF? I don't know what you are talking about. Ein Schalter. Hier ist etwas. Ein Stein- und Metallobjekt. Ist es das Familienwappen der Familie Spencer? Ach nee, mit dem kann man nach draußen. Ja, ja, das ist ja hier zu dem Bezwinger der Fluchkiste, bla. Ja, irgendwann. Ach, Schweizer Franken. Ach so, ja, na klar. Ach, er ist Schweizer. Ja, Schweiz auch beim Eurovision-Contest gar nicht so schlecht gewesen. Also, viele Punkte bekommen. Auf jeden Fall gut abgeschnitten. Viel besser als Deutschland. Boah, lecker. Er war nicht der Reiche. Fast richtig, fast daneben. Ist wie von hier, Leon der Profi, dieser korrupte Drogenbulle da. Ich liebe Mozart. Er war Österreicher. Katsching. Diverse Gefäße und ein Werkzeugkasten. Ja, die Russen drehen völlig durch, ne? Weil die Russen sind ja ziemlich... Oh nein, ich will doch noch gar nicht da lang. Konservativ so, ne? Es gibt ja da... Österreich hat aus seiner Sicht nicht so gut gesungen. Ich fand Conchita, mal davon abgesehen, dass das halt eine Transe ist oder halt so ein Drag-Tiny, der Gesang war super gut. Also da waren keine Wackler drin in der Stimme. Der hat so hoch alles durchgezogen. Das war richtig strong. Gesanglich, ob was man kann von dem Typen erhalten, was man will. Gesanglich war das richtig geil. Ja, bitte keine Adolf-Sprüche, sonst muss ich dich leider rausschmeißen. Sowas hören wir hier nicht sonderlich gerne. So. Conchitas, also der Gesang war wirklich bestens. Es hätte nicht gewinnen dürfen. Ja, ist halt Ansichtssache. Der Gesang war fantastisch, fand ich. Sehr, sehr strong. So, was blinkt denn da so vor sich hin? Da ist ein Schalter, wollen Sie draufdrücken? Ja. Da ist ein Schalter, wollen Sie draufdrücken? Das ist ein Schalter, wollen Sie draufdrücken? War nur ein Witz, ja, was kann man schnell missverstehen? Barry?
Stay away from the forest. Ist das open? Aber keine Lust, da rauszugehen. Barry ist tot. Letzter Atemzug der Zerstörung. Der Kampfschrei der Rache. Das Tor öffnet sich, wenn die Begehren des Hundes gestillt sind. Rote Augeninschrift, der Kampfschrei der Rache. Kampfschrei der Rache und letzter Atemzug der Zerstörung. Ja, die Schweden-Else war nicht schlecht, die war ja auch schon, das war nicht eine heiße Milfsau, ne? Die war 36 oder so, die war aber ganz heiß. Da waren einige hübsch. Die ukrainische Tussi, dann diese Russenschwestern da, die waren auch nicht übel. Dann diese polnischen Polkaschlampen da, die da so ein bisschen auf Hip-Hop rumgemacht haben da, mit ihren anzüglichen Bewegungen. Welchen ich nicht eigentlich auch noch ganz witzig fand, war dieser 16-jährige Däne da. Das war ein lustiger, poppiger. So, der eine hat sich jetzt gedreht. Ach so, man muss das so lange drehen. Ach so, ja, okay, dann habe ich es ja jetzt. Ja. Ich dachte, das. Ja, nee, dann ist ja klar. Das ist ja klar. Oh, ja, ist ja klar. Aber die Sache. Was ich richtig kacke fand, dass das Kleid von dieser von den Moderatoren da, die zwei Typen und die Tussi, die sah aus, Alter, total verkrüppelt, total dürre. Dann das Kleid war total scheiße geschnitten oben rum, die sah ja aus, da wie reingeklebt in dieses Teil da. Völliger Scheiß. So, die Tür hier wollte ich mir vorher nochmal anschauen. Die alte. Du mach auf da! Jill to Brad, can you hear me? Yeah. Shit, it's broken. Na, du alte Kleinstöle. Was? Was ab da? Mach doch endlich was! Auszuhalten mit der. Teile 3 Schrott. Hat ja auch mal Zeit.
Heb auf die Kacke da. Ja, wir gehen erstmal noch da hinten in diesen anderen Weg. Da. Mal angucken. Ja, da waren einige Hübsche dabei, nicht? Da beim Eurovision. Aber die Tussi, die war, fand ich nicht so gut. Die Deutschen fand ich auch nicht so geil. Elaisa, schönes Lied, aber war halt komplett chancenlos. Was mir auch aufgefallen ist halt vor allem, ist halt, dass diese zwei Russen-Zwillingsschwestern da gar nicht aussahen wie Russen. Normalerweise, was heißt normalerweise, aber oft sieht man das halt osteuropäischen Leuten halt an. Ne, dass das halt Osteuropäer sind. Aber bei denen, die sahen ja richtig westlich aus. Wenn jetzt die Payne fragt, was laberst du da für einen Scheiß, dann guck dir mal die Ärmer-Cover an, diese alte, die der Bäcker mal gebumst hat, dann weißt du, was ich meine. Oh oh. Oh, jetzt haben wir den Sound hier wieder. Davor war noch mehr. Okay, müssen wir uns nochmal alles angucken. Ja, das ist ja wie gesagt ein kompletter Bereich, der hier im Original nicht mit drin ist. Normalerweise gehst du ja nur durch die Tür durch, da in dem Gartenhäuschen und dann bist du bei den Kötern. Das Dümmste ist, wenn einer sagt, bleib weg und man geht hin. Dummheit. Wegen, ich habe doch keinen Akzent. Ah, zwei vertikale Striche, ein Kreuz und drei horizontale Striche, könnte das sein als Symbol. Ja, hier müssen wir die... Ach, geh weg, du Schrotthaufen von Stück. Ah. Hier müssen wir die Dinger einpacken, aber ich habe das jetzt nicht mitgenommen, ne? Ich spiele auf Atari VCS. Hab davon 100 Stück in Reihe geschaltet. Für den Ton und dann nochmal 1000 für die Grafik und dann hier Hamster im Rad und dann gibt's ordentlich Strom und dann läuft das. Weil ich keinen habe, ja. Ich bin Deutscher. So, hier geht's zwei. Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Was ist denn jetzt los? Renne ich hier im Kreis? Das ist aber jetzt sehr undurchsichtig hier. Jetzt verstehe ich aber gar nichts mehr. Ah, hier ist eine Hütte. Oh. Ein Kräuterchen vor der Hütte. Ich nehme mal ein bisschen was mit hier. Nee, ich bin komplett ordentlicher Deutscher. Wie man das so. Ah, meine Mutter kommt aus Schlesien. Oberschlesien. Aus Weißstein. Aber ansonsten... Eine Reihe...
Feuer. Ach, da ist gar keine Tür. Oh, eine Truhe. Uroma. Eine Winde. Na, wenn wir schon mal hier sind, speichern wir schon mal ab. Ich muss auch bald mal ein Päuschen machen erstmal, weil ich Mittagessen. Steht ihr wieder auf, verdammt! Da ist jetzt keine Zeit für, Mann, fick dich! Ich hab doch gerade gesagt, ich spiele auf VCS, Mann. 1100 Stück in Reihe geschaltete Ataris. Schlotzen? Nein. Geh doch da hoch, du altes Stück von Scheiße! Toll, jetzt ist das auch noch alle. Schlag mich tot, du vollgeranntes Köttelvieh. Fuck. Scheiße. Ah. Mann, oh Mann. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Ich wollte eh jetzt Mittagspause machen. Ich hab tierisch Kohldampf. Mal was fressen. Ich spiele auf dem Würfel Gamecube. Ja, cool. Ich mache jetzt Mittagspause, Leute. Ja, war natürlich... Aber ich will erstmal kurz gucken, wo der letzte Savepoint war. Nicht, dass ich dann jetzt wieder zu viel Medizin... Kurz gucken. Ja, bla bla. Mach. Du altes Stück. Wir haben das Gewehr schon. Das heißt, die Schlange ist schon das erste Mal abgerissen. Ja, wir müssen... Naja, okay, ist gar nicht weit. Wir müssen nur die Masken unten einbauen und das Emblem holen und dann in den Garten rennen. Alles klar. Ist nicht viel, was wir jetzt nochmal machen müssen. Ich mach Mittagspause um 16:30. Ah, dauert halbe Stunde, Stunde. Dann mache ich eventuell nochmal ein Weilchen. Um 19 Uhr gibt es dann wahrscheinlich GoForest 2 Starkraft Action. Und bis dahin sage ich...
Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns nachher wieder. Spätestens, wie gesagt, 19 Uhr zum GoForSC 2. Denke ich mal, dass ich den machen werde. Und ansonsten eben GoForSC Resident Evil. Oder selber spielen oder so. Also Starcraft. Replaycast. Irgendwas wird es noch geben. Wir sehen uns nachher. Kloppt euch rein. Meine lieben Häschen, Schäfchen. Auf Wiedersehen.